Danke, du aber auch. Ja, ich weiß. Gerne wieder. Wir sehen heute beide richtig cool aus. Und wir sind nicht die Blues Brothers, auch wenn es anscheinend erwecken mag. Aber erstmal, hallo. Hallo. Heute gibt es ein kleines Elvis-Special. Beziehungsweise wollte ich euch einfach mal meine Elvis Presley DVDs zeigen, die ich so bisher ergattern konnte. Ich würde sagen, du zeigst einfach mal die DVDs, während ich hier so ein bisschen plappere. Ja. Okay. Okay. Mach ich. Leg einfach los. Ja. Oder du zeigst am besten die, die ich jetzt auch gerade so erwähne, wenn du mitkommst. Okay. Versuch mal. Ja. Ich versuch's. Elvis Presley hat zwischen 1956 und 1969 insgesamt 31 Filme gemacht. In 30 davon spielte er die Hauptrolle. Dann gibt es noch zwei Filmdokumentationen und Konzerte. Aber ich ziehe mich jetzt nochmal auf die reinen Spielfilme. Das waren 31 Stück, die er gemacht hat. Ich selber, wenn ich keinen vergessen habe, nachdem ich jetzt so gestern den ganzen Tag da im Schrank rumgewühlt habe bei mir, besitze ich 21. Ja, 21. Wir müssen jetzt mal ehrlich sein, die meisten Elvis Presley Filme sind natürlich eher sehr seichte Unterhaltung. Ich bezeichne die Filme immer so als Sonntagnachmittagsfilme. Für die kann man sich gut beim Tässchen Kaffee und ein Stück Kuchen oder so, kann man sich die reinziehen. Ich selber schaue sie eigentlich ganz gerne, wenn ich bequem abends auf dem Sofa sitze oder mittags Laptop auf dem Schoß und dann lasse ich einen Elvis Presley Film nebenher laufen und das ist halt so ein nettes Tralalala. Elvis Presley selber ist ja auch nicht so ganz glücklich über die Filme, die er da machen musste. Ist er nicht gewesen. Er wollte eigentlich immer ernstere Rollen spielen und es wurde ihm auch ein gewisses Schauspielertalent zugesprochen von vielen Regisseuren. Nur seine Bosse und die Verträge, die er unterzeichnet hatte, zwangen ihn dazu, diese doch sehr seichten Musikkomödien zu machen, bei welchen er im Grunde kein Mitspracherecht hatte. Er durfte sich die Rolle nicht aussuchen. Er durfte auch nicht entscheiden, welche Musik in den Filmen gespielt wird. Er war quasi eine Marionette für den Filmboss. Das hat ihn sehr gefrustet. Und daher, die Filme wurden teilweise auch wirklich in Akkord runtergespult und er hat einfach nur noch seinen Job gemacht. Trotz allem waren die Filme von ihm 5 Jahre lang hat er quasi mit die Kinosäle beherrscht. 5 Jahre lang. Und die waren sehr erfolgreich. Das Publikum auch. Er hat ja dann auch mal ernstere Filme gemacht. 2 oder 3 sind dazwischen. Hast du da mal Fleming Star? Ja. Hier Fleming Star zum Beispiel. Sehr guter Film, finde ich ausgesprochen gelungen. Sein Western, in dem er auch eine ernste Rolle spielt. Da war er selber, glaube ich, auch recht glücklich drüber und die Kritiker haben ihn auch gelobt. Nur das Publikum wollte es nicht sehen. Also der Film blieb halt hinter den Erwartungen zurück und so wurde er einfach auf diese Tralala-Filmchen beschränkt in seinem Tun und Schaffen. Seine erfolgreichsten Filme sind Blue Hawaii oder auch Blaues Hawaii. Zeig ich ihn mal. Und zum Beispiel G.I. Joe, der heißt bei uns Café Europa, warum auch immer. Bescheuert. Sieht doch cool aus. Das sind so, glaube ich, seine erfolgreichsten Filme gewesen, wenn ich richtig informiert bin. Es gibt einige, die ich wirklich empfehlen kann. Also wie gesagt, Fleming Star. Dann Jailhouse Rock. Ich habe Jailhouse Rock im Kino sehen können. Der lief mal Donnerstag Sondervorstellung. Jailhouse Rock. Mein einziger Film, den ich glaube im Kino gesehen habe. Ja. Da war der im Gefängnis. Aber auch ein sehr guter Film. Ernster. Ein so Tralala-Filmchen. Dann finde ich auch gelungen König der heißen Rhythmen. Hast du den? König der heißen Rhythmen. Oder ich mochte immer Viva Las Vegas.
vielleicht auch, weil ich ein bisschen auf einem Maß stand. Eis. Sind einige. Ich meine, hier Kaffee Europa ist auch wirklich gelungen. Ausarbeiten. Ich weiß gar nicht, Kurven Lilly. Zeig einfach mal weiter. Mein Problem, die Elvis-Filme zu sammeln, ist eigentlich, dass ich den Überblick verloren habe. Ich weiß nicht genau, wie viel es jetzt auf DVD schon gibt. Ich muss da echt nochmal durchgehen. Das Problem ist einfach, dass die Filme von unterschiedlichen Labels veröffentlicht worden sind. Ihr habt hier, was haben wir hier? MGM, Paramount, glaube ich, und ich weiß es gar nicht genau. Fox. Irgendwas, 20th Century Fox. Und die Filme teilweise auch schon in Neuauflagen da erschienen sind, dann wieder mit anderen Covern. Und also ich habe da komplett den Überblick verloren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Filme auf DVD erschienen sind und wie viel mehr halt davon oder beziehungsweise welche mehr davon fehlen. Ich muss da einfach nochmal schauen. Da ich nur 31 Filme gemacht habe, fehlen mir natürlich noch 10, aber alle gibt es auf DVD. Worüber ich mich übrigens mal freuen würde, ist, vielleicht wissen es einige, John Carpenter. Snake Plissken. Der Snake Plissken. Quatsch. Also John Carpenter hat mit Kurt Russell. Kurt Russell ist Snake Plissken, nicht John Carpenter. Kurt Russell hat Elvis gespielt in einem John Carpenter TV-Film. Den fand ich sehr gelungen. Ich fand jetzt Kurt Russell nicht die Idealbesetzung als Elvis, nicht aber wirklich. Ansonsten sehe ich Kurt Russell sehr gerne. Und der Film war eben auch wirklich gut. Sehr gut. Leider gibt es den noch nicht auf DVD. Da warte ich sehnsüchtig drauf. Also, liebe Labels, wer auch immer die Rechte daran hat, bringt endlich mal diesen Film raus. Alle Elvis-Filme. Was gibt es noch zu Elvis zu sagen? Er hat gesungen. Die Filme waren alle recht erfolgreich. Also ein Großteil war recht erfolgreich. Später, man merkt schon den Filmen an, dass er keine Lust mehr hat. Und dann sanken natürlich auch irgendwann die Einnahmen und die Filme. Und er hat übrigens in der Zeit, in der er Filme machte, kaum bis gar keine Fernsehauftritte mehr gemacht. Erst danach, 68, 69, hat er wieder mit der Musik angefangen. Stand auf Wikipedia. Wie gesagt, also, was soll ich noch sagen? Das ist meine Elvis-Sammlung. Ich persönlich stehe auf Elvis-Musik. Ich hatte euch schon mal gezeigt, meine allererste Langspielplatte. Ah, die wollte ich mir griffbereit hingeben, aber ich habe sie jetzt nicht. Ach, du hast sie. Ah, ja. Meine allererste Langspielplatte von Elvis Presley, also meine allererste Langspielplatte überhaupt, die ich von meinen Eltern bekam, ist diese Elvis Presley-Scheibe. Cool. Die habe ich rauf und runter gehört. Und ich liebe Elvis immer noch. Ich bin jetzt kein mega Elvis-Fan, weil ich höre Musik kreuz und quer, aber ich stehe einfach auf Elvis-Musik. Und ich mag auch die alten Elvis-Filme, egal wie stupide die manchmal sind. Das ist einfach eine nette Unterhaltung zwischendurch. Okay, das war's mit dem kleinen Elvis. Das war's. Fertig. Ich wünsche euch was. Wir wünschen euch was. Ciao. Macht's gut. Ciao. Wir sehen uns. Wer räumt die jetzt weg? Nee, ich räum die Filme nicht. Ich hab die gezeigt. Jupp. Ich hab die alle rausgekommen. Nein, dann können wir los. Ich mach jetzt auf die Kamera Löffel. Natürlich räum ich die Filme weg. Ja, klar.